Ja, moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Rollenspielprojekt von Minecraft. Und ja, ich habe ein paar Sachen gemacht. Also zuerst einmal habe ich die Lag-Probleme behoben. Das war wirklich dieses, wie hieß es schon wieder, Bubbles oder so das? Jo, diese Entfernungsmod. Es ist immer noch die gleiche Entfernung. Ja, ein bisschen wenig vielleicht, aber. Ja, das fällt fast nicht auf. Und genau, ich bin ein bisschen am Erkunden gewesen. Falscher Knopf. Ich bin jetzt einfach mal hier nach oben gegangen, hier schön herumgeschwommen. Das habe ich später gemacht. Ich bin hier entlang und habe zuerst einmal ein Dorf gefunden. Bin dann runter, um einen Schatz zu bergen oder nicht zu bergen. Den holen wir noch. Dann bin ich da entlang und habe. Ja, sehnlichst nach einem Dschungel gesucht. Und hier oben war ich noch nicht. Da war gerade ein Dschungel. Bin hier auch nochmals zu einem Dorf gekommen. Und dann sind wir sie. Ja, bin ich jetzt hier runtergegangen und habe dann den ersten Dschungel, ja, Lichterdschungel gefunden. Und hier ist ein Dorf. Ich möchte gerne das Dorf hier so ein bisschen bauen, dass die Dorfbewohner vor allem dschungelartig werden. Und, jo, werde wahrscheinlich das Dorf hier unten mal kurz einfach in Ruhe lassen. Möchte ich eigentlich auch nicht mehr so richtig, weil das halt einfach eine Ebene ist. Und ich doch lieber in einem Dschungel ein Dorf hätte. Und bis hier oben habe ich noch ein paar Sachen gesucht. Zum Beispiel habe ich hier Sand abgebaut. Man sieht es ein bisschen hier. Jo, und den Sand haben wir jetzt. So, den schönen Sand ist wahrscheinlich hier draußen. Da habe ich noch. Kisten, genau hier. Okay, also zuerst einmal schön weite Glas, also das erste Glas. Wir haben diese Tische hier von diesem einen Mod, More Villages, genau. Wir haben Bambus und ja, dort die zwei Schatzkarten. Wir haben ein bisschen Moosblock gefunden, also in einer Kiste, glaube ich. Und Lush Caves, also diese Azaleen könnten wir eigentlich auch holen. Werde ich wahrscheinlich direkt machen. Ich möchte dort aber etwas Spezielles bauen, also ich sollte nicht zu sehr schon alles kaputt machen und farmen dort. Machen wir doch mal einen Bambus in den Topf rein. Zur Deko. Zwecken. So. Ist doch schön. Und der restliche Bambus mache ich hier beim Zuckerrohr hin. So, so, so und noch ein. So. Dann haben wir hier, ja, Zuckerrohr noch nicht so viel. Wir haben Kartoffeln, die wir ernten können und anpflanzen. So. Und ein bisschen Weizen. Ich möchte ja noch einen Weizenblock machen. Einen Strohballen, genau. So. Wunderbar. Ja, mir geht's recht gut. Also ich bin echt wieder froh, mal wieder ein Rollenspielprojekt zu haben. Natürlich auf dem Server ein Rollenspiel jo, Streaming-Projekt zu machen. Und dann bin ich natürlich sehr, sehr froh drüber. Sollen wir nur Glas oder sollen wir Glasscheiben machen? Wir machen mal Glasscheiben. Sieht ein bisschen besser aus. Ich habe irgendwie nicht connected Glas damit. Ja, sieht für den Anfang gut aus. Aber ich möchte einfach mal normales Glas platzieren, zum Beispiel hier. Dass man gar nicht mehr sieht. Hallo? Ich sehe kein Glas mehr. Ist das verbuggt? Cheat Mode. Unsichtbare Wände. Das sind Barrier Blocks. Klar, Barrier Blocks. Okay, ja, cool. Also, doch eher Fenster machen, hä? Ja, muss ich hier wieder kaputt machen, aber. Das sieht nicht so tolle aus, leider. Es sieht einfach noch nichts aus, oder? Durchsichtig ist durchsichtig. Okay. Also, wir haben hier alles voll. Deshalb hier draußen. Fortwerfen. Fortwerfen. Und fortwerfen. So, wir haben 10 Blöcke, das geht. Nein, brauchen wir. Also, jetzt haben wir so ein Stinkefeuer auch.
Deshalb platzieren wir mal da zum Stinkefeuer machen den Block. Und wie groß wird jetzt dieses Zeugs? Wir bräuchten wieder Erde oder so. Ich möchte vielleicht mal grobe Erde oder so hinpacken. Wir haben aber nur normale Erde. Keine grobe Erde bisher. Ja, die kann man nicht so gut finden. Ich könnte aber versuchen, grobe Erde zu machen, nur weiß ich nicht, wie man das macht. Grob. Ah, mit Kies, ja. Habe ich doch erst kürzlich gelernt. Ich dachte an so ja, andere Sachen. So. Gut. Mit der groben Erde tue ich einfach mal ringsum um das Feuer ein bisschen dekorieren. Und dort ist ja eigentlich ein bisschen angebrannt oder. Wie sieht es aus? Ein bisschen aschig, oder? Ja, ist ziemlich cool. Also jetzt haben wir recht großes Feuer. Genau. Und heute eben möchte ich ein paar Sachen erleben, deshalb machen wir mal auch Spitzhacken. Wir gehen eben dort in Slush Cave. Ein bisschen unsicher. Ich mache doch noch einen Eisenharnisch. Jo. Wir könnten eigentlich noch Hosen machen, aber ich möchte doch noch mich ein bisschen vorbereiten. Eine Schaufel. Und lieber noch ein Schwert. Und ja, dann noch ein bisschen Holz mitnehmen. Genau. Der Draco bracht Holz. Tropenholz werde ich aber nicht verwenden. Genau, die Setzlinge können wir anpflanzen noch. Bevor wir dann zu wenig haben. Fichten auch. Und ich mache alles wahrscheinlich jetzt Richtung Norden. Oder Richtung Süden, aber einfach in der Nähe vom Haus. Ja, wir haben gerade Nacht. Einfach mal so ein bisschen hier. Oder wir machen uns noch eine Brücke dann. Machen wir einfach mal hier an dem Ding entlang. Strand. Kann man das nicht? Nein. Schade. Und die Akazien mache ich einfach hier vorne. So. Gut. Also, schlafen wir eine Runde. Also zum Dorf gehen wir dann später, in einem späteren Part. Zuerst mal die wichtigen Sachen holen. Und dann werde ich schon toll an einem Dorf bauen. Also es wird vielleicht eher so Livestream-Sache sein. Und einfach zwischendurch Sachen, die im Dorf passieren. Ich möchte natürlich einen coolen Baustil haben fürs Dorf. Schön dekorieren und so. Und ja, also gehen wir mal rüber zum, nicht Dorfdschungel, wo Slush Caves, da, so. Da haben wir den ersten Baum, bei den Schildkröten. Ich denke hier im Süden ist die beste Möglichkeit. Ich möchte vor allem hier so eine Art ja, Piratengebiet machen. Weil ich mag irgendwie Piraten und damit kann man viel anfangen. So, wie gehen wir runter? Ah, genau, im Norden gibt es eigentlich noch eine Lush Cave, die offen ist. Aber dort möchte ich schon gerne etwas bauen, also lieber hier rein. Die Schaufel fehlt noch. So, oh, hier haben wir noch diese Erde, wurzelige Erde, genau. So, das ist alles der Sandstein. So, dann können wir uns hier ein bisschen durchgraben. Gehen wir doch Richtung Meer dann einfach rund. Ja, nein, wir müssen ja beim Baum bleiben. Ja, auf so einen Kreis oder so. Dann kommt die Cave aber hoffentlich bald. Ja, hier. Gut. Also, dann machen wir das mal mit dem Wasser. Oh, es sind schon Zombies hier unten. Ja, was machen wir jetzt damit? Hoppla. Ich wollte eigentlich hier hochkommen. Ja, nicht verletzen. Ist das klar, hä? Du dummer Zombie. Wunderbar. Jo. Da haben wir noch eine Höhle. Gut, also was machen die Leichen hier unten?
ist eigentlich nicht. Gut. Gehen wir mal hier runter. Ich habe geplant, ich könnte diesen Mod mal bezahlen. Wir müssen extra Features, wo ihr hier immer ständig seht. Das ist nämlich der Physics Mod und den möchte ich gerne unterstützen, damit ich ja noch ein paar mehr Features habe. Und es sind sehr viele Zombies jetzt hier. Mal gucken, wie viel es kostet. Weil der ist schon speziell für mich. Also ich mag so Physikspielchen schon seit eigentlich dem Physikunterricht, wo ich es mit 15, 16 Jahren bekommen habe. Das erste Mal konnte. In der Schweiz musste man nicht Physikunterricht machen. Zwangsweise. Ja, ist mittlerweile sicher anders. So ein bisschen Erde kann ich auch gebrauchen. Komm mal hier. Komm mal her. Komm. Dass du so ruhig bist. Genau. Also. Ich bin der Batman-Töter. Nee, ich habe ein paar Data-Packs noch installiert. Habe ich gar noch nicht so genau gesagt. Um es auch ein bisschen spannender zu machen. Ich hoffe, sie funktionieren. Ich habe es nach Anleitung gemacht. Aber es könnte ja auch irgendwas nicht funktionieren. Aber eigentlich sollten Köpfe droppen, die ich einfach so ein bisschen zum Ausstellen benutzen kann. Jo. So, sollen wir jetzt hier schon runtergehen? Ich möchte gerne noch etwas finden. Ein paar Gegner. Ja, vielleicht geht es hier besser runter. Nein, es geht hier rüber. Okay, wir gehen runter. Ah, ich mag die Steine einfach. Hey, ich bin sowas von glücklich, dass wir hier Physikeffekte haben. Das ist so genial. Das ist wirklich ein toller Mod. So, also gehen wir hier runter. Und haben schon mal ein paar Beeren. Können wir die gut sammeln? Jo. Ich habe auch noch nachgeschaut wegen meinem Backpack, aber da brauchen wir sehr viel Glas. Also ich nehme das jetzt noch nicht natürlich gerne mit. So, brauchen wir natürlich auch. Und ja, Beeren könnte ich eigentlich noch mehr pflanzen. Die kann man einfach so abbauen. Ja. Genau. So, da lasse ich mal. Oh nein. Ist ja sowieso auch runter. Das ist wurzelige Erde. Die möchte ich mitnehmen. Ah, sieht man einfach den Unterschied nicht. Uah, dieses Wasser ist so heftig. So. Gut. Und hier ist ein Moosblock. Ja, ich möchte schon gerne viele Sachen mitnehmen. Ja, die sehen sehr schön aus. Könnt ihr ja vorstellen, was ich da baue mit denen. Warum könnte? So. Gut, hier hätten wir schon mal etwas. Dann hier sind wir langsam beim Ding. Und den Namen Tiefenschiefer. Genau. Also, planmäßig ein paar Teppich mitnehmen, genau. Moosteppich, sehr interessant. Haben wir schon mal recht viele Sachen. Und hier haben wir die Blumen wieder. Die sind halt auch dekomäßig der Hit. So, und hey, das hat wehgetan. Kommen die einfach angeschlichen. Wenn ihr da Ton wollt, holt ihr einfach Ton hier. In diesen Caves. Das ist ja heftig, wie viel Ton. Kann man alles gebrauchen ein bisschen. So. Genau, und das Wichtigste habe ich noch nicht gesammelt, was ich eigentlich gerne ein bisschen haben möchte. Das sind die, die man oben sieht manchmal. Das ist sehr selten. Die Sporeblossom, die Sporenblüten. So,
Und da oben ist gerade einer gewesen. Also gehen wir jetzt gleich nach oben. So. Wunderbar. Also, wie kommt man am besten hoch? Wenn man hier auch noch das Eisen abbaut. Genau, so. Also, hochbauen. Und die kann man einfach auch mit Hand abbauen. Ganz easy. So. Ah, nicht erwischt, wie weit wir voll sind. Weg damit. So, ich werde hier auch noch einen Wegpunkt machen, weil das ziemlich gut hier große ist und so. Aber viel werde ich natürlich hier nicht holen, lieber ein bisschen weiter weg von dem Bauen und so. So, aha, ist geknickt. Also, was machen wir da? Ja, nennen wir es Sporenblüte. So. Gut, haben wir sonst noch eher etwas Spezielles? Ich habe jetzt nur eine Blume. Kann man die vervielfältigen mit Knochenmehl oder so? Ich sehe nur eine Blume hier. Ich habe vorhin einfach nicht geschaut, weil ich es ein bisschen vergessen habe zu machen. So. Aber da brauche ich eigentlich sehr viele. Es wäre schön, wenn man die einfach so haben kann. Schau mal, ob ich einen Kopf gedroppt bekommen habe. Nein. Ich hoffe, die funktionieren im Singleplayer. Ja, sie sollten schon im Singleplayer funktionieren. Habe ich mal in Erinnerung gehabt, dass ich im Singleplayer auch hatte. So. Sonst gibt es das einfach auf dem Server. Das kann mir jemand einstellen, modden. Ja, wenn man einfach weniger arbeiten müsste für so coole Mods. Aua, das ist böse. Du bist böse. Ey. Mega böse Menschen gewesen. Hey! Ich hab das Schild benutzt. So, weg damit. Wie viele Skelette plötzlich da sind. Da oben gibt's zwei. Wunderbar. Schön, schön. Wo denn? Wieso tue ich nicht regenerieren? Weil wir einfach zu viel Essen benötigen. So. Okay, wie gehen wir jetzt hier nach oben? Zu viele Büsche, die brauche ich alle. Das ist eine schöne Höhle, also ein großes Höhlensystem. Okay, ja, die will ich alle holen. Die muss ich alle mitnehmen. Aber die kann man auch vervielfältigen. Also man muss nur so einen Boden machen. Und dann wächst es automatisch oder ja nur mit Knochenmehl, aber es ist leider vieles nicht automatisiert in Minecraft. Das wäre so schön, wenn viele Pflanzen einfach sich vervielfältigen könnten automatisch, wenn sie das gewisse Etwas haben. Aber scheinbar ist das so schwer für diesen riesen Entwickler mit so viel Geld und so viel Spieler und so, Käufer. Einfach viel zu schwer für die. Die armen, armen, reichen Menschen. Ja, AAA-Spiele sind schon sehr, sehr fade, manchmal nur ums Geld geht's und denen. Ist ein bisschen schade. Ja, die könnten alles viel besser machen mit ihrem Geld. So, da lohnt sich ein bisschen mehr da drüben. Aber es sind zu weit auseinander. Schon wieder ein Skelett, ey. Heute ist Skeletting Day. Und Zombie Day. Bin schwer verletzt wegen euch. Lapis Lazuli, cool. So schön. Ja, mir gefällt's hier. Dort ist eine Sporeblossen. Dort ist ein 3. Ja, was soll ich wegwerfen?
Also Brad Pitt. So, danke schön. Ah, das ist ein Ranken dort. Oh. Gut, irgendwo hier. Wir gehen hoch, hoch, immer weiter hoch. So. Und auf dem Bauernhof ein paar Sachen mit Tieren machen und so weiter. Auch ziemlich geil. Wieso ist hier ein Magma-Block? Hat das eine Bedeutung? Ist hier ein Portal in der Nähe? So. Nö, ist nur eine Höhle. Okay. Gut. Ja, ich muss hier hoch. Mal schauen, ob sie irgendwo Items gedroppt hat. Ein paar Sachen mitnehmen noch. Und hier ist ein gelber. Okay. Ja, den nehme ich mit. So. Und den zweiten kann ich noch nicht mitnehmen. Das niedlichste Haustier. Okay, cool. Nein, es hat sich... Okay, immerhin. Habe ich wegen Chilling Mode. Keine Explosionsschäden. So. Ja, manchmal nervt es einfach zu extrem, wenn man so viel spielt. Ey. Das geht mal gar nicht zum Kämpfen. So. Gut. Den nicht anschauen. Dort drüben haben wir noch eine gute Spoblossen und die anderen holen wir halt später. So langsam habe ich echt keine. Oh, gut, hatte mich nicht gesehen, ob ich ihn angeschaut habe. Also, sind ein bisschen zu viele und zu wenig Items. Ja. Zum Beispiel hier noch eine Fackel. Geh mal bitte weg. Ich kann nicht nach oben rein. Hier. Dankeschön. Du blöder Enderman, du. Ja. Hey. Ist ein Diamant? Hey, ich habe den ersten Diamant gefunden. Erst viel später als ihr wahrscheinlich. Wie ihr so schön zuschaut. Ja, jetzt bin ich natürlich wieder ein bisschen zu weit gegangen. Bin viel zu weit gegangen, du. Nein. Manchmal ist einfach diese Drop-Möglichkeit, also wie die Gegenstände droppen, mega nervig. Oh, sie müssen noch einen hohen Bogen in eine Richtung machen. Ja, sonst sind sie nicht glücklich am Sterben. Um qualvoll abgebaut zu werden. Ja. Okay, hier können keine Diamanten mehr sein. Also, wunderschön. Hat Spaß gemacht hier. Und jetzt gehen wir schön wieder zum Bauernhof. Ja, ein bisschen bequemer. Das ist mega lange zu reisen wieder. Wunderbar. Also, dann mal einfach alles ausladen. Ich mache mal alles hier oben, was mit Lush zu tun hat. So. Und der Diamant auch. Der darf auch hier hocken. Und Lapis Lazuli auch. So, dann können wir noch die Smaragde und so. Schatzkarten holen, genau. Smaragde haben wir hier. Können wir irgendwo handeln? Ich habe überall die Werkbänke weggemacht, also die Arbeitstische. Genau. Ja, es geht eigentlich in das. Im Savantdorf habe ich es auch gemacht, stimmt. Naja. Wir finden schon etwas. Also wir müssen Tanks machen, die funktionieren, glaube ich, so. Nicht ganz. Hä? Wie gehen Tanks? Ah, mit einem Eisen noch dazwischen. Glaube ich oben. Nicht Eisen. Okay, weg, weg, geht nicht. Look. Look. Oh, einen Rock. Zwei. Oh. Ich habe es da noch in Erinnerung gehabt, aber ja, einfach nicht mehr genügend. So. Dann als nächstes brauchen wir ein Bett.
oder einen Schlafsack. Wir brauchen Leder und das zwar viermal. Haben wir schon mal vier Leder? Wir haben acht. Wir könnten noch mehr. Wir könnten zwei Backpacks machen. Das machen wir auch, damit wir schon mal wissen, wie wir das tragen können. Das erste hätten wir. Also das Leder aufbrauen, Gold. Wir haben Goldblöcke. Wir haben sonst kein Golderz schon. Wir sind einfach noch nie mehr. Doch, wir haben Goldbahn. So, dann brauchen wir noch eigentlich nichts. Noch die Betten. Ich habe aber irgendwo Wolle gesammelt, ja. Und ich habe so viel wenig Holz, weil ich einfach nicht Holzfälle. Ja, hier ist es sowieso. Doch, haben wir genügend Holz. Gut. Also, wunderbar. Wunderschön. Weiße Betten. So. Dann machen wir doch mal das ganze Crafting-Rezept. Was Kiste? Und doch Schlafsack? Und wie geht ein Schlafsack denn? Ja, wie geht ein Schlafsack? Oh, mit weißer und bunter Wolle. Oh, ich habe das falsche hergestellt. Die brauchen wir sowieso für die Dorfbewohner später. Also, ja, ich habe keine Schafe. Muss schon schnell auf die Jagd gehen. Haben wir eine Schere überhaupt schon gehabt? Scheinbar habe ich die auch irgendwo. Ah, da ist sie. Gut. Scheren sind schlecht erkennbar. Wir gehen mal zum Dorf. Vielleicht gibt es ja dort noch etwas zu entdecken. Und ich hatte im zweiten Part, wo ich ein bisschen verhunzt habe, ein bisschen gemacht, aber ich war ein bisschen im Schnellmodus unterwegs. Ich wollte ja in eine Höhle finden, habe es aber nicht richtig gut gefunden. War auch ein bisschen langweilig, aber ich weiß nicht wieso. Ich habe immer geschaut, der Speicherplatz der externen Festplatte war immer sehr leer. Jetzt muss ich wahrscheinlich bald nochmal so eine neue Festplatte holen. Mit so 4 Terabyte oder so, damit ich genügend Videos machen kann und sie auch speichern könnte. Jo, so ein Luxus wie da, die Superreichen, habe ich halt nicht. Tja, gut. Also, wir könnten schwarzen Popo von einem Pferd. Jo, wenn wir keine andere Farbe haben, müssen wir die irgendwie färben. Haben wir gerade irgendwo Blumen? Das ist ein Jagdposten. Ja, da habe ich einfach einen mitgenommen. Ja, falls ich einen bräuchte, kann ich einen mitnehmen. So. Ich möchte gerne einfach andere Schafe finden. Oder Blumen. Klauen. Dort hätten wir zwei blaue Blumen. Reicht das? Okay, die machst du wieder. Aquantis-Blöcke. Genau deshalb ist der Mod auch so wichtig für mich. Okay, wir haben schwarze Schafe hier. So, mache gerade mal hier Lava weg, wegen gefährlich für Schafe. Ja, können aber nicht, weil wir kein Wasser haben. Na gut, schwarze Schafe, dann wirst du halt irgendwann mal vielleicht sterben. Nein. Ich mache mir wieder zu viele Gedanken um Lebewesen. Natürlich nicht. Aber bitte mehr. Ja. Und dafür gehen wir wieder mit dem Taxi nach Hause. Das ist wichtig. Eine einzige Wolle bitte noch. Kurz warten. Ich hoffe, dass schwarze Wolle geht. Sonst färbe ich sie blau. Ja, genau, das Pferd, das am Anfang... Dankeschön. Okay, also Taxi nehmen. Nein, Taxi nehmen, ja. So, und die Schatzkarten müssen wir auch noch holen. Aber ich wollte nicht hier in Bauernhof. So, zuerst einmal die da. Ja. Okay, gut. Ja, und dann sind wir eigentlich fertig, dann können wir eigentlich direkt craften.
Kisten haben wir noch vergessen. So, also direkt craften. Hä? Was fehlt denn noch? Muss ich denn nochmals auswählen? Ja. Gut, also dann machen wir mal die Rohstoffe schon mal hier rein, die wir nicht so oft brauchen. Also zum Beispiel Wolle können wir mitnehmen. Mal Gold mitnehmen. Und ja, einfach ein bisschen Mobblut. Ja, und das brauche ich dann gleich. So. Also, damit können wir auch irgendwie ausrüsten. Wie geht ausrüsten? Da oben irgendwo da. Okay. Wie sieht denn das aus? Jo, nice. Das Cape ist einfach dazwischen noch. Sieht nice aus. Wunderbar. Also, für den Rest des Parts machen wir einfach noch kurz die Schatzkarten. Eins können wir gleich easy herausfinden, was ist. Ich muss aber noch mal kurz schauen. Die 0. Sind wir genau hier? Ich denke schon, ich sehe es jetzt aber wegen dem Ding nicht. Also hier ungefähr. 12, das ist 6. In die Richtung. Ja, hier unten. Ist es richtig noch? Nein. Der Block? Nein, der Block. Okay. Genau, jo. So halt. Es würde eine Kiste noch dazwischen geklemmt werden, ja. Okay, gut. Ja. Oder das eigentlich auch an. Dankeschön, liebe Spiel, für diesen schönen Loot. Also, was haben wir alles gefunden? Also, Herz des Meeres, genau. Wechseln wir das aus. Dank der Unterwasseratmung, Diamanten 2. Und ja, TNT. Fisch. Okay. Also, zum anderen haben wir noch Schatzkarte. Ist es 1 gewesen? Hier ist die 0. Muss ich die 0 auswählen? Ist auch hier gerade. Bin ganz in der Nähe gewesen. In welche Richtung muss ich da runterzählen? Die? So, genau hier. Okay. Ja. Wie komme ich dann darauf? Weil ich das irgendwann mal per Zufall herausgefunden habe, natürlich. Nee, irgendwo nachgeschlagen habe. Weil ich die Schatzkiste. Also, wenn ihr alte Parts seht, einfach ein bisschen Geduld haben beim Schatzkarten. Ich bin so schlecht gewesen. Weil ich einfach nicht so verstanden habe, wie das X oder wie der Zeiger da, der, ja, diese Markierung, wo der Spieler ist, das weiße Ding da, jetzt, wenn man es ein bisschen besser sieht, genau drauflegen muss. Es muss wirklich ganz am Ende vom Dreizack sein und das ist irgendwie nicht so bei mir geklappt. Und ja, dann, ich war in einem Livestream und dann habe ich so gedacht, jo, wie könnte ich jetzt das schneller finden? Und habe einfach kurz nach einem Video geschaut, Schatz zu finden und dann wurde mir das sofort gezeigt. Jo, war ein schönes Video und sehr effizient mit diesen Koordinaten. Ist natürlich ein bisschen gecheate, aber wenn man es eben nicht kann, dann kann man es nicht. Dann ist man halt kein Schatzfinder, sondern ein Schatzsucher. Jo. Also, dann haben wir alles. Dann haben wir ein bisschen Holz. Kurz schlafen. Ja, hat wieder Spaß gemacht. So ein Rundspielleben ist natürlich immer sehr toll. So, ein paar Sachen habe ich ja gesagt. Muss ich ja nicht unbedingt geheim halten. In einem Let's Play geht das sowieso nicht gut. Lieber in einem Livestream dann nichts sagen. Ihr Bösen.
Dürft nichts wissen. Nee, und macht natürlich mehr Spaß, wenn man rollenspielerisch arbeitet, als rollenspielerisch redet. Ja. Und so zwanghaft nichts von euch zu wissen. Wäre ja auch nicht gut. Dankeschön für alle Unterstützer, bis zum Zuschauer. Und ihr dürft gerne mehr schauen, ihr dürft mir gerne ein bisschen mehr helfen. Aber ihr macht es schon sehr gut. Also weiter so. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.